Mit der Zeit wurden die Fransen immer länger. Heute messen sie 50 cm. Das echte Manila-Tuch muss groß, quadratisch und schwer sein. Es berührt unsere Haut wie eine Liebkosung, denn man trägt es auf den nackten Schultern. Es gibt nichts Sinnlicheres, als es jedes Mal, wenn es verrutscht, sanft hochzuziehen. Also ständig. Flamenco-Tänzerinnen wissen am besten, wie man sich mit diesem Accessoire bewegt. Und es verzaubert die Orte, an denen Flamenco getanzt wird. Die Tablaus Flamencos. Heute wird es immer noch häufig getragen. Auf Hochzeiten, Partys, Modenschauen und, wie unser internationaler Star Rosalía beweist, sogar auf dem roten Teppich in New York.